die Münzen ab und heut viel Glück. Der Schlumpfbubsche Arthur Abraham. Wir wünschen Arthur heut viel Glück, komm als Weltmeister zurück, schaltest durch die Arena Leipzig. Vater Abraham singt die neue Hymne des Schlumpfboxers. Arthur Abraham aus Armenien, der Mann mit dem Hammer in den Fäusten. Sein Punch so stark wie der eines Schwergewichtlers. 18 Profikämpfe in nur 2 Jahren, alle gewonnen. 16 K.O.-Siege, eine unglaubliche Bilanz. Der Schlumpfboxer will König Arthur werden. Am 12. Oktober 2005 stellt er sich mit 25 Jahren der bis dato größten Herausforderung seines Lebens. Es geht um den vakanten Weltmeisterschaftstitel der IBF im Mittelgewicht. Hier ist er bereit zum größten Schritt in seiner Karriere, Arthur Abraham. Eine große Hürde gilt es zu überwinden, eine sehr große. Kingsley Ekeke ist mit seinen 1,93 Meter ein Mittelgewichtsgigant und misst ganze 15 cm mehr als Abraham. Der aus Nigeria stammende Boxer lebt und trainiert in Toronto, Kanada. Seine scharfe Rechte und die vielen verursachten Cuts im Gesicht seiner Gegner gaben ihm den furchterregenden Spitznamen The Sharp Knuckle, der scharfe Knöchel. Ekeke ist 32 Jahre alt und wiegt wie auch Abraham 72 Kilo. Als Profi stieg er 24 Mal in den Ring. 23 Kämpfe konnte er gewinnen, 13 davon durch K.O. Ehrfurchtsvoll betritt er den Ring, Kingsley Ekeke. Gleich zu Beginn versucht Kingsley seinen enormen Größenvorteil auszunutzen und beginnt die erste Runde mit einer Reihe von Jabs. Arthur Abraham wartet kurz, dann kontert er mit einer harten Rechten. Erstmal den nötigen Respekt verschaffen. Darauf kommt es hier an. Ekeke ist der zu Beginn aktivere Mann, doch Arthurs Deckung steht geschlossen. Wieder wartet er ab. Dann trifft er mit einer krachenden Rechten. Ekeke überrascht. Die Schlagkraft Abrahams hinterlässt Wirkung. Ein guter Auftakt. Die erste Runde geht klar an den Mann aus Armenien. Die Distanz auflösen, zum Körper treffen und dann zum Kopf abschließen. So lautet die offizielle Taktik auf Seiten Abrahams. Es kommt dann doch alles ein wenig anders. Abraham spart sich die Schläge zum Körper und zielt gleich zum Kopf. Mit Erfolg. Klare Treffer für Abraham. Ekeke scheint verwirrt. Sein Jab kommt viel zu selten und wohl auch nicht schnell genug. Abraham schafft es mit großartigen Reflexen, Gesicht und Körper zu schützen. Zum Ende der Runde startet Arthur eine Offensive. Mit harten linken und rechten Händen marschiert er auf Ekeke zu. Eine ganz starke Vorstellung von Abraham. Die dritte Runde nicht ganz so spektakulär. Weniger Treffer jetzt auf beiden Seiten. Arthur bleibt der bessere Mann. Zur Mitte der Runde gönnt Abraham Ekeke eine kleine Verschnaufpause. Dann trifft der Hammer wieder. Eine harte Linke voll zum Kopf. Beeindruckend, wie Arthur dominiert. Ekeke findet einfach nicht in den Kampf. Erneut ein starkes Finish von Abraham. Auch diese Runde geht klar an den Mann aus Armenien. In der fünften Runde geht dann alles ganz schnell. Arthur versucht es mit einer rechten, Ekeke weicht aus. Dann wieder der linke Hammer voll ins Gesicht. Abraham setzt nach.
Erst eine harte rechte, dann die linke. Ikeka am Ende. Der Ringrichter bricht ab. K.O. in Runde 5. Der Mann aus Nigeria ist geschlagen. Tränen des Glücks bei Abraham und seinem Trainer Uli Wegner. Es gibt keine Zweifel mehr. K.O.-König Arthur trägt seinen Namen zurecht und ist der neue IBF-Weltmeister im Mittelgewicht. Dafür habe ich 10 Jahre lang gekämpft. Für diesen Tag. Und deswegen muss ich mich vor 3, 4 Leuten wichtig, sehr wichtige Leute, bei denen mich bedanken. Das erste ist mein Trainer Uli Wegner, mein Manager Wilfried Sauerland, mein erster Trainer Uwe Schulte, der sitzt auch hier, und Lothar Kahnenberg aus Kassel. Die Leute, die haben mich unterstützt. Und auch alle Leute von Moskau, von Russland, die sind hier auch ausgereist, mich zu unterstützen.